Musst du ja. Blub. Und das sind jetzt hier noch keine richtigen Bosse, oder? Nee, dort oben kommt er. Na, das sind kleinere Bosse. Ich weiß nicht, ob der erste dort oben, das ist so ein Hauptmann, ob der auch ein Boss ist. Aber der vorhin, wo wir alle dann gestorben sind, der war auch ein kleinerer Boss, aber ein so großer Boss war es. Okay. Ich glaube, es gibt bloß vier große Bosse in der Enemy, hab ich so ein Gefühl irgendwie. Filmsequenz, mehr nicht mal. Also Sprechsequenz. Ich überspringe schon mal. So. Ich bin gekommen, damit ihr die Geister nicht vollends zur Raserei treibt. Warum seid ihr hier? Ich suche König Adelberns legendäre Waffe. Adelbern. Das Schwert mit dem Namen Magde. Magde. Magde wurde zerstört, als der Hexerkönig das Feindfeuer auslöste. Ich glaube, es existiert noch. Das Schwert sollte diese Treppe hinaufzufinden sein. Ihr folgt einer törichten Legende der Menschen. Gerade ihr solltet um die Macht der Legenden wissen. Hier führt Magdeas Zwilling, Dorot. Es war Rurits Schwert. Und wenn schon, Adelberns Schwert ist Vergangenheit, genau wie sein Reich. Dann lasst uns die Treppe hochgehen und selbst nachdenken. Aha, schön. Na dann. Das ist jetzt hier dann hier ein Boss, oder was? Ein... Oh, da unten ist ein Nekromant. Zwei Nekromanten. Wo bist du? Wo rennst du denn jetzt hin? Bist du der blaue Punkt da? Ja. Ups. Ach. Renn. Schalten auf. Nee. Rüdlock kämpft. Rüdlock. Geht weg. Guck mal, hier voll geil, ne? Was ist denn das? Eine Mauer, die die Leute heilt und Gegner schadet. Die Leute heilt und Gegner errichtet schadet. Errichtet eine Spektralmauer, die verbindeten. So, ich stelle mal hier einen Brunnen auf, der mich uns heilt. Oh, ich wurde hier mentalisiert, hier gefürchtet, also total im Arsch bin ich gerade. Ich habe hier gerade einen Brunnen aufgestellt, der heilt uns. Ich habe hier so ein Ding auf den Boden gesetzt, das heilt uns auch. Hat halt. Toll, dass du die jetzt hier angelockt hast. Die wären total unnötig. Toll. Wir müssen ja... Ja, tut mir leid. Total. Aber wir können ruhig alle mitnehmen, ist mir egal. Ich meine, es gibt 12.000 Erfahrung, danke. Eben. So, du... Bitch, steh mal wieder auf. Du musst ja unseren Tank spielen. Wow, der Brunnen des Blutes 10 Sekunden. Hält der. Ja, bei mir ist auch nicht mehr. Das ist schon ordentlich. Sind hier überhaupt noch einer? Ach ja, hier. Ich würde mal. Ich find's schade, dass es dann am Ende keine V mehr gibt. Nee. Ne? Wo man dann die Gegner sieht. Nee, ich meinte so ein Schadensbild. Wer am meisten Schaden macht. Ja, da würde ich ja ganz gut. Ja, klar, stehen. Wenn du nicht mehr Gegner siehst, da sieht's gut aus für dich. Ja. Hier rechts ist auch noch einer, aber ich hoffe mal, ja. Wir lassen den jetzt aus. Kann man machen. Doch, lauf ruhig rein. Lauf ruhig rein. No. Leutnant. Und das ist jetzt zum Boss. Ja, ein kleinerer Boss. Der ist okay. Schon ein derbe. Aber schau den erstmal um. Ach ja. Das hatte ich ja total vergessen. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube ja, sieht das nicht so gut für uns aus. Das vergesse ich immer, dass hier noch solche... Ah. Also ich bin gleich tot. Sieht... No. Gut aus, ne? Oh. Heil mich, Brunnen! Fuck, ich auch. Aber ich kann mich, glaube ich, selber hochheilen. Wenn mich nicht was anvisiert hat. Naja, nee, also ich bin aus dem Weg geräumt. Jetzt müssen wir wieder ganz zurück. Oh. Nee. Also ich lebe. Soll ich warten? Wenn ich dazu komme, dich zu retten. Na, ich liege hier hinter so einem Pfosten. Du Forsten. Okay. Oh fuck.
Ja, sieht nicht so gut aus. Wo bist denn du? Oh, fuck. Also ich liege hier unter so einem Stahl. Irgendwas Pfosten. Ich glaube, ich bin tot. Einer wollte mich wiederbeleben. Ah, nee, das bin ja ich. Und so unser zweiter Ingenieur. Nein, wir müssen... Ach. Du... Na, das ist eigentlich gut, weil du kannst ja dann deine Rüstung reparieren. Das ist dann... So, und ich würde sagen, wir beenden jetzt auch erstmal kurz die Aufnahme. Und wir sehen uns dann jetzt gleich wieder. Ciao. Bis dann. Ach, hey. So. So, Leute. Salimara, Sadomasu. Ja, willkommen zurück. Wir hier immer noch bei dem epischsten Bossfight ever, ever, ever. Jetzt Welt, was ist das jetzt hier? Seid besiegt, ich kann nicht. Ach, schon wieder. Mensch, du gehst auf. Oh Gott! Gott! Leber. Ach, ich, ja klar, jetzt sterbe ich, weil ich dir helfen wollte. Nein, tust du nicht. Oder, fuck. So, und das hier und F und hier da. Jetzt wirst du aber sowas von geheilt. Ja, ich auch gerade hier bei mir. Blum, blum, blum. Nervig. Nervig. Nee, so, du nicht. Geh weg. So, wenn wir den Kunden besiegt haben, dann kommt auch schon die erste Kiste. Da gibt's dann ganz geiles Zeug. Nerv, nee. Ja? Gibt's dann auch ganz geiles Zeug. Da solltest du unbedingt reingucken. Da gibt's eigentlich gutes Equip. Eigentlich. Und... Boah, Alter. Jetzt geht er ja ab. Kann mich mal einhalten. Ich mach grad hier diesen Darm. Ich bin bei Riddlock. Ich hab den Hund gerätzt. Ah ne, ich bin... Ja, Garn ist cool, den retze ich auch immer. Andere machen das nicht, weil die das als sinnlos erfinden, aber Garn hat viel Schaden. Ist guter Tank, wenn man gerade keinen hat. Und der Inji ist ja zu blöd. Den muss man ja erst retzen hier. Ja. Ich gebe bestimmt drauf, nur weil ich den helfen will. Wette ich. Und? Nein, nee. Ich lebe noch, aber ich stelle mir hier sicherheitshalber einen Heilbrunnen auf. Ja, das ist nicht so doof. Zwar nur für 10 Sekunden, aber... Ach, doch! Ja klar, zieh noch Akku. Wie kann der Akku ziehen, wenn er schon fast tot ist? Aber jetzt tank ich mal hier ein bisschen. Halt du mal den anderen. Halt du mal den Inji oder irgendwas anderes. Ich mach gerade hier die... Eier. Deine, ich will gerade ablenken. Deine erste Stalkerin. Auch nicht. Warum bin ich jetzt eigentlich Tank? Das mag ich nicht. Du hast gerade gesagt, jetzt werde ich schon mal ein bisschen tanken. Ja, aber bloß für 10 Sekunden, wo ich im Todesschleier bin. Ich bin tot. Nein. Nein, ich heile mich. Ich bin Klaus. Ich mach mit. Ja. Tot? Und schön. Ach, nein, mich jetzt zum Hilder, der mich retzt jetzt einfach. Der Inji kann ja wenigstens noch retzen. Also falls ihr jetzt zuguckt, ihr seid alle gut, die da an der Indie waren, ihr seid halt bloß noch nicht die Indie gewählt. Ich fahre eigentlich. Wobei das jetzt hier schon mein 4. Mal. Ah komm, halte den auf, bevor er mich hier und wegmachen. So, und jetzt hau ich den mal wieder um. Ich halte hier die Indie gerade oben, ne? Mit Leben. Das ohne Klaus geht natürlich nicht. Ich meine ohne euch, ja. Also ohne mich. Ohne uns ist es ja besser. Ohne euch würde es alles besser laufen, nein. Ich heile euch und ihr macht den Schaden. So, solange der auf meiner Mauer steht, bin ich zufrieden. Weil da kann er nämlich. Wird er nämlich schwächer und ihr werdet geheilt oder so. Oder irgendwas. Also, ja klar, jetzt tank ich hier wieder. Jetzt komm, geh weg von mir. Komm, renn weg, renn weg, renn einfach weg. Ich bleib stehen. Yeah, Gatling. So, jetzt ist gleich die Kiste da. Hier müsste die dann irgendwo. Ja, genau hier. Was, wo? Ach, da. Hier. Handschuhe, Praxis und Zustandsschaden brauche ich nicht. What the fuck? Ah, ne, der ist ja der König, der kämpft jetzt noch nicht. Das ist der Endboss. Ah, oh, jetzt diese Filmsequenz. Viel Spaß. Danke. Riddler. Zerbrochene Schwert. Es ist der Zwilling des. Schutzwehr nehmen. Achtet lieber auf den Herrn des Schwerts. Seht dort. Ich spüre so nichts Gegenwart. Rurik, mein Sohn. Euer Sohn ist tot, euer Reich zerstört. Lasst uns in Frieden. Abscheuliche Kreatur, euer gesamtes Volk wird büßen. Meine Zettel bereiten dich schon auf den Vorstoß nach oben. Der Mann von
Halbläufer nennt, der tödlichen Kascher Schwarzblut und der liebenden Kalena und Wasser werden hier unterliegen. Sind das dann die Bosse? Ja, das sind noch drei andere Bosse, die wir erstmal besiegen müssen. Und dann kommt der. Genau, der ist ein bisschen hart, mit denen sein Aue ist. Okay. Ist die Sequenz zu Ende? Warte, der lacht gerade. Oh, wir Schweine. Ich überspringe es einfach mal. Ich will ja. Nützt dir das was? Nee, glaub nicht. Warte mal, wo ist denn die Kiste hier? Durchsuchen. Ein geisterhafter Trank. Mensch. Das meine ich. Ein Kupfer ist in der Truhe. So, aber einen Wams, der ist nicht schlecht. Handschuhe, die sind scheiße. Und der geisterhafte Trank. Erstmal einige sterben. Ja, das sieht schon so aus. Also jetzt wirklich erstmal auf die Nekromanten gehen. No? Die sind wirklich hardcore, ne? Ich sag jetzt einfach mal, das ist jetzt hier. Aber ich habe jetzt ja hier was anderes an. Sieht das irgendwie anders aus? Nee. Seid ihr jetzt fertig? Weil ich würde gerne meinen Dingens drauf schicken. Egal. Ja. Kommt ihr? Ja. Und los geht's. Boom. Vorsicht, rechts kommt auch noch einer. Also links von dir aus gesehen jetzt. Also rechts, also was ist das? No, ich weiß genau. Ich heil euch mal jetzt hier ein bisschen. Ich euch auch. Und hau Mauer hin. Und Zuständen entferne ich euch auch mal. Und dann mache ich jetzt noch hier ein bisschen Aggro, damit ich schön wieder drauf gehe. Du sollst Schaden machen, nicht Support spielen. Mach ich doch. Was denkst du, was ich mit diesem Todesschleier mache? Aber nur damit erziehe ich auch die ganzen Buffs, ey. Besser gesagt, die ganzen Debuffs. Ob die auch runterfallen? Die Leute? Oh, da ist jemand. Nein, ich will nicht sterben. Ich gebe dir hier, soweit es möglich.